Hallo und herzlich willkommen zum Honda Indy Toronto, dem einzigen Rennen der IndyCar-Saison, was nicht in den USA stattfinden wird, sondern, ja, wie es der Name schon sagt, in Toronto, Ontario, Kanada. Und ja, dementsprechend hier eine relativ besondere Strecke, die aber auch schon ziemlich lange im IndyCar-Kalender ist. Um genau zu sein, seit 1986 wird hier auf den Straßen Torontos, im wahrsten Sinne des Wortes, gefahren, denn die Strecke heißt auch Streets of Toronto. Und ja, nur 2008 und 2020 hat die Strecke eine kleine Pause im Kalender gemacht und ja, dementsprechend auch in diesem Jahr wieder mit im Kalender vertreten. Mal als kleine Fahrerwarnung hier im Gameplay. Wir spielen hier eine R Factor 2 Mod und ja, die KI ist sich mit der Strecke noch nicht so ganz vertraut. Wir sehen hier immer mal wieder Crashes. Ich bitte das mal schon zu entschuldigen, falls passieren sollte. Ich hoffe mal, dass wir durchkommen. Aber ja, es könnte sein, dass die KI hier mal einen kleinen Fehler macht. Aber es ist auch nicht die einfachste Strecke, denn es ist ein sehr, sehr stiller Stadtkurs, wie auch uns auch gerade Romain Grosjean mit seinem Dreher hier zeigt. ja, der aber wirklich viel Spaß macht. Gerade im letzten Sektor ein bisschen uneben. Hier ist es relativ schwierig. Und dann haben wir auch schon eine der besten Überholmöglichkeiten hier. Die Startzielgerade und die anschließende erste Kurve. Hier kann man durchaus mal den einen oder anderen Angriff wagen. Auch die 90-Grad-Kurve, sprich Kurve 3 am Ende der langen Geraden hier, ist durchaus eine valide Möglichkeit, um mal die Nase reinzustecken. Natürlich auch hier Push to Pass, eine große, ja, Geschichte, wenn man das bis zum Rennende sparen kann, ja, hat man da auf jeden Fall einen Vorteil. Ups, wenn wir hier Scott McLaughlin aus Versehen mal reingerutscht sind ins Heck, sorry dafür. Gab es dann doch ein bisschen mehr Rückstau als erwartet, aber ja, das kann hier eben auf so einem engen Stadtkurs gut und gerne mal passieren. Da vorne geht die nächste Nase fliegen, also das werden wir garantiert im Rennverlauf hier und da mal sehen. Das ist eine Strecke, wo auch Drama so ein bisschen vorprogrammiert ist, denn wir haben hier einen natürlich temporären Stadtkurs auf den, ja, normalen Straßen von Toronto. Wie gesagt, das einzige Rennen, was in Kanada stattfindet. Die Strecke ist gerade mal 1,8 Meilen, sprich 2,9 Kilometer lang, hat 11 Kurven und ja, ein guter Mix aus technischen Kurven, gerade hier, wie gesagt, im letzten Sektor und absoluten Highspeed-Passagen auf, ja, vielen anderen Abschnitten der Strecke, wie ihr sehen könnt. Ja, wir haben natürlich dadurch, dass die Strecke auch schon länger im IndyCar-Kalender ist, einige, okay, da lag ein ganzes Reifen rum, okay, einige Favoriten, vier an der Zahl sind, die hier schon einen Sieg sich holen könnten, teilweise sogar mehrfach. Da haben wir, ja, als Top-Favoriten auf jeden Fall Will Power und Scott Dixon, die haben nämlich jeweils schon 3 Siege hier auf der Strecke. Dann haben wir Joseph Newgarden, der schon 2-mal gewinnen konnte, und Simon Pagenaud, der den letzten Grand Prix hier gewinnen konnte. In der Tabelle ist es zurzeit auch eine relativ interessante Situation. Da führt immer noch der Indy 500-Sieger Marcus Ericsson. Der hat mittlerweile 321 Punkte gesammelt. Ups, oh Gott. Wenn wir hier immer den Notausgang nehmen müssen, aber wir sind immer nicht angeschlagen. Setzen wir schnell zurück. Und da geht es auch schon weiter. Genau, Marcus Ericsson, 321 Punkte. Man sollte vielleicht nicht auf seine Notizen in der anderen Phase gucken. Gerade mal 20 Punkte dahinter ist der, ja, schon als Favorit genannte Will Power mit 301 Punkten. Also auf den sollte man ein Auge werfen. Der könnte hier auf jeden Fall einen großen Sprung Richtung Tabellenspitze machen. Auf Platz 3 ist es dann Joseph Newgarden, der ja, gerade mal 14 Punkte Rückstand auf Will Power hat. Also da auf jeden Fall noch alles offen und wir haben ja auch noch eine relativ lange Saison. Wie gesagt, erst Saisonrennen 10 von insgesamt 17. Es werden insgesamt 85 Runden an diesem Wochenende gefahren. 152 Meilen. Über 152 Meilen Renndistanz geht das Ganze dann. Also werden wir hier schon die nächste gelbe Flagge vor uns haben. Schauen wir mal, ob wir den Verunfallten hier gleich sehen. Ja, da stehen sie schon. ja, dann reden wir natürlich als nächstes darüber, wo können wir das Ganze verfolgen. Und da ist die Antwort natürlich wie immer in dieser Saison: Sky Sport Formel 1 überträgt das Ganze. Das Ganze läuft ab 21 Uhr. Rennstart sollte ungefähr gegen 21.20 Uhr sein, stand auf der IndyCar-Webseite. Und ja, für das Rennen solltet ihr ungefähr 2 Stunden bis 23.30 Uhr einplanen. Der
Wetterbericht sieht ja relativ interessant aus. 22 Grad, vereinzelte Schauer sind vorhergesagt, 40% Regenwahrscheinlichkeit. Also ja, möglicherweise wird es noch ein bisschen schwieriger, als die Strecke sowieso schon ist, wenn dann noch ein bisschen Regen ins Spiel kommt. Ist auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte und ja, eine ganz interessante Geschichte hat sich auch am Anfang der Woche ereignet. Vielleicht habt ihr schon das Video, was ich dazu gemacht habe, gesehen. Es gab ja eine sehr, sehr merkwürdige Situation um den Fahrer, dessen Auto wir hier auch gerade pilotieren. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon an der Farbe aufgefallen. Wir sitzen nämlich in der Nummer 10 von dem amtierenden Meister Alex Palou. Und ja, da gab es ja eine relativ merkwürdige Geschichte auf Social Media, denn erst hat sein Team, bei dem er aktuell fährt, Chip Ganassi Racing, verkündet, dass sie ihn auch für die nächste Saison halten werden. Doch wenig später hat Alex Palou das auf seinem eigenen Twitter-Account dementiert und ja, gesagt, dass er das Team sogar verlassen wird. Wenig später darauf kam auch schon die Pressemeldung von McLaren raus, dass ja, Alex Palou ab der nächsten Saison ein McLaren-Fahrer wird, obwohl nirgendwo gesagt wird, explizit, dass er ein Arrow McLaren SP-Fahrer wird, sprich ein IndyCar-McLaren-Fahrer, sondern er wird nur in die Familie aufgenommen quasi. Ja, es gab sogar ein paar interessante Hinweise auf die Formel-1-Abteilung des Ganzen, denn die hat unter anderem Alex Palou selber bei seinen Aussagen verlinkt. Also ja, mal schauen, was die Zukunft für den IndyCar-Meister hier so bereitstellt, vielleicht ja sogar der Formel 1-Sitz von Daniel Ricciardo in Gefahr. Aber ja, schauen wir mal ansonsten natürlich auch Formel E durchaus eine Möglichkeit oder der Reifenstapel. Das wäre auch durchaus eine Möglichkeit. In dem Rennen könnte es passieren. Ich will es nicht beschreien. Ja, passiert mal, passiert auf der Stelle hier auch wirklich schnell. Gibt hier einige schwierige Kurven, vor allem kann man hier auch schön über die Bodenwellen sich beim Anbremsen gerade auch vertun, gerade hier auch in der Linkskurve. Hier ist nicht so ganz einfach und ja, dann biegen wir auch auf die letzte Kurve dieser durchaus ja, etwas merkwürdigen Race Preview ein, zugegebenermaßen. Aber ja, so ist das eben manchmal, wenn man nur auf Mod zurückgreifen kann. Ansonsten ist das einfach eine Strecke, die nicht so wirklich weit verbreitet ist. Mir ist jetzt nicht groß bekannt, dass die in vielen anderen Rennspielen mit bei ist. Ja, was soll es gewesen sein fürs Erste? Schreibt mir gerne eure Meinung mal zu der Strecke unten in die Kommentare. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.